Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild hier beim Titelbildschirm. Yay, denn endlich kann ich euch jetzt einmal den ersten DLC auch ein bisschen mehr zeigen. Da steht's auch schon. Paket 1, die legendären Prüfungen, Prüfung des Schwertes, das Masterschwert, Bandschwert, das die Finsternis besiegt. Es gibt nun eine Herausforderung, mit der du sein wahres Licht entfesseln kannst. Sobald du das Masterschwert hast, sprich mit dem Dekobaum im Wald der Crocs. Okay? Dann haben wir noch den Master-Modus. Mhm. Dieser höhere Schwierigkeitsgrad stellt deine Fähigkeiten auf die Probe. Du findest ihn auf dem Titelbildschirm unter Master-Modus. Im Master-Modus stehen dir zwei Speicherstände zur Verfügung, darunter ein automatischer angelegter, nur noch ein automatischer. Okay. Dann hier Pfad des Helden. Diese Funktion zeigt dir deinen zurückgelegten Weg auf der Karte. Sie wird verfügbar, sobald du einen bestimmten Punkt im Spiel erreicht und die Karte freigeschaltet hast. Es werden bis zu 200 Spielstunden aufgezeichnet. Wenn du diese Zeit überschreitest, verschwindet der älteste Teil des Pfades. Teleport-Medaillon. Das Teleport-Medaillon kannst du frei platzieren, um dich dann an die entsprechende Stelle zu teleportieren. Am Stall von Süd Arcala soll es ein Buch über diesen Gegenstand geben. Dann die Croc-Maske ist neu. Die Croc-Maske zeigt dir, wenn sich ein Croc in deiner Nähe befindet, am Stall des Waldes soll es ein Buch über diesen Gegenstand geben. Okay. Dann Ramdas-Schätze. Es gibt 8 Gegenstände aus der Legend of Zelda-Reihe aufzuspüren, darunter auch Majora's Maske. In den Hyrule-Stallruinen sollen die Aufzeichnungen des Räuberkönigs Ramda zu finden sein, der diese Gegenstände einst gestohlen hat. Und Erweiterungspass-Items auf dem... Ah, okay, das kennen wir schon, dass es da 3 Schatzkisten gibt, aber das war schon vorher verfügbar, auch vor dem DLC eigentlich. Okay. Ja gut, dann machen wir doch mal fortsetzen, würde ich sagen. Und zwar hier auf dem Turm des Plateau, auf dem aktuellsten Spielstand, denn ich habe auch wieder seit dem letzten Part tatsächlich ein bisschen was gemacht. Denn es war ja eigentlich der Plan, dass wir jetzt in diesem Part ein paar weitere Nebenquests machen und ich habe da schon mal Vorbereitungen dafür getroffen. Ich habe zum Beispiel jetzt halt 50 Holzbündel gesammelt, dass wir halt theoretisch dann auch nach Taborasa gehen könnten und dort eben dann die Taborasa-Quest weitermachen könnten, da wir da aktuell 50 Holzbündel brauchen. Aber da hat sich jetzt dann doch mein Plan ein bisschen geändert und wir machen jetzt dann doch heute keine Nebenquests, obwohl der DLC ja quasi auch eine Nebenquest ist, könnte man sagen. Auf jeden Fall wollen wir uns heute und dann die nächsten paar Parts wahrscheinlich auch noch dann auf den ersten DLC ein bisschen konzentrieren und uns mal umgucken, was wir denn da hier jetzt dann mit dem ersten DLC so alles anstellen können. So. Oh, okay. Auserwählter. Geht auch gleich los. Das ist alles neu hier. Dein Name ist Link. Ja, so ist es. Hast du gut erkannt, Spiel? Es ist an der Zeit, dich einer großen Prüfung zu stellen. Oh. Da, wo du das Masterschwert aus dem Stein gezogen hast. Gehe zum großen Dekobaum im Wald der Crocs. Er wird dir den Weg zu dieser Prüfung weisen. X, Prüfung des Schwertes. Okay. Alles klar. Oh, noch mehr. X, die seltsame Maske. X für extra, also DLC-Zeug wahrscheinlich. Dann Teleportation? Ausrufezeichen, Fragezeichen? Teleportation? Die uralte Maske haben wir noch. Und noch mehr? Mhm. Feengewand. Okay, das zählt jetzt alles als Nebenquests, dass ich auch weiß, was ich ungefähr machen muss. Und Krone der Schatten haben wir auch noch. Ja, okay. Und geisterhafte Rüstung. Ja, ich weiß schon, was das ungefähr alles sein wird, glaube ich. Und das war erstmal alles. Okay. Ja, und hier ist es auch alles aufgelistet. Wollen wir natürlich noch alles lösen, diese Nebenquests. Hier ist ja ganz klar. Zum Beispiel hier die seltsame Maske. Man munkelt von einer Croc-Maske, die ihrem Träger verrät, wenn sich Crocs in der Nähe aufhalten. Am Stall des Waldes soll es eine extra Ausgabe von Kletes Gerüchteküche, mit Gerüchten zu diesem Gegenstand geben. Okay. Und so erfahre ich dann, wo ich so ungefähr hingehen muss. Denn man weiß schon, dass einfach jetzt in der ganzen Welt hier von Breath of the Wild irgendwo die Truhen verteilt sind, wo man dann eben diese ganzen tollen Sachen hier finden kann. Und da das ein bisschen aufwendig wäre, die selber suchen zu müssen, werden einem dann hier Hinweise gegeben durch Kletes, wo man dann das finden kann. Das finde ich sehr interessant. Ich werde mal kurz, wenn ich schon hier auf dem Plateau bin, mal kurz noch was anderes machen, was ich eigentlich schon längst hätte machen sollen, was wir dann jetzt kurz erledigen können. Das war das, was wir auch gerade eben im Hauptmenü ganz unten gesehen haben. Nämlich diese 3 zusätzlichen Schatztruhen, die ja einfach schon vor ein paar Monaten aufgetaucht sind. Oder, ja, vor ein paar Monaten trifft eigentlich schon. Nämlich damals, als schon der DLC oder halt die beiden DLC-Pakete angekündigt wurden, denn man konnte sich ja auch schon Season Pass-mäßig halt früher kaufen, was ich auch schon gemacht habe. Und diejenigen, die das gemacht haben, die konnten da eben halt weitere Truhen dann hier finden, auf dem Plateau 3 weitere, glaube ich. 2 von denen beinhalten aber nur irgendwelche Items, also auf jeden Fall nichts Wichtiges, also Pfeile oder sowas halt, oder andere seltene Materialien vielleicht, aber es gibt eine Truhe, die glaube ich hier irgendwo ist, die etwas ganz Besonderes für uns bereitet, nämlich diese hier, genau. Und das will ich jetzt mal kurz nochmal zeigen, was wir da eigentlich finden können. Die habe ich immer noch nicht geholt bisher, aber jetzt zum ersten Mal, denn dort finden wir... Yay, yeah, das Nintendo Switch Hemd. Das kann man, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten bekommen. Ich wollte es nochmal hier noch kurz zeigen, da wir das eben noch nie zuvor uns geholt haben. Erweiterungspass-Bonus. Was für ein energisches Rot, was für ein formschönes Logo. Ach ja, Nintendo, lobt euch ein bisschen selbst. Aber wenn du das Hemd verkaufst, bekommst du es nicht zurück. Okay.
kann es mal kurz einmal anziehen. Und ich muss auch sagen, dass es eigentlich echt ziemlich cool aussieht, hier, das Nintendo Switch T-Shirt, wie ich finde. Hallo, Wächter. Ich finde schon, dass es ziemlich cool aussieht, muss ich zugeben. Aber ich werde dann trotzdem mal wieder was anderes ansehen. Was ganz witzig auf jeden Fall, das jetzt haben, das kann man auch bestimmt nicht upgraden. Und es hat ja auch keine Bonuseffekte, deswegen wirklich sinnvoll ist es nicht. Ist halt einfach dafür da, um halt ganz cool zu sein und um cool auszusehen, oder so würde ich mal schätzen. Naja. So, die Frage ist, was machen wir jetzt dann eigentlich in diesem Part? Wollen wir gleich mal uns dieser Prüfung darstellen oder wollen wir die erst im nächsten Part in Angriff nehmen und vielleicht dann erstmal jetzt ein paar weitere Nebenquests noch machen? Ah, da ist auch was Neues erschienen. Aha, der Pfad des Helden wurde der Karte hinzugefügt. Drücke X, um deinen Weg zu folgen. Genau. Wenn ich jetzt mal gleich X drücke, dann werden wir den kompletten Pfad verfolgen können, den wir hier im ganzen Spiel abgelaufen sind. Und ich habe auch noch nicht ganz 200 Spielstunden erreicht. Ich glaube, ich bin gerade bei 190 Spielstunden hier im Breath of the Wild oder irgendwie sowas. Deswegen, das passt eigentlich wunderbar, da noch alles aufgelistet sein dürfte. Und ich drücke mal X. Bam. Okay, diese Wege, wow, alles ist grün. Diese Wege sind wir schon entlang gelaufen. Hier eben einmal komplett außenrum, so ungefähr. Hier war ich nicht so häufig tatsächlich, aber ich meine, die Wege sind auf jeden Fall nicht hundertprozentig genau eingezeichnet, weil hier bin ich doch, oder bin ich hier gewesen? Ja, vielleicht gar nicht unbedingt, ja, ich weiß nicht genau. Es kann sogar sein, dass es mir doch wirklich ganz exakt auch anzeigt, wo ich immer war. Weil es ist schon richtig, dass ich nicht an jeden einzelnen Ort hingelaufen bin, weil wir haben ja auch häufig einfach uns Sachen angesehen. Und hier war ich übrigens schon an diesem Ort. Echt jetzt? Das ist ja interessant. Okay, ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dann ist es offenbar doch so, dass das hier wirklich der ganz exakte Weg ist, den Link da so entlang gelaufen ist. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil man kann ich auch, ja genau, ich kann auch vor- und zurückspulen, oder? Das ist so cool. Wir spulen mal ein bisschen zurück. Okay, ah, okay, da können wir jetzt sehen, dass da so ein kleines Menschlein da jetzt durch die Gegend läuft. Und immer, also wir haben uns natürlich auch häufig durch die Gegend teleportiert. Aber da können wir jetzt eben nachverfolgen, wie wir hier so entlang gelaufen sind. Das ist ziemlich cool. Kann ich auch noch schneller eigentlich? Ja, ich kann auch schneller auch zurückspulen. Noch schneller, okay, dreimal ist das schnellste. So, hui. Wow. Diesen ganzen Weg ist immer entlang gelaufen. Bedeuten die X wirklich immer, dass ich gestorben bin? Bin ich mir gar nicht sicher, weil ich meine, bin ich wirklich, ich bin auch später nicht mehr so häufig gestorben. Nachdem wir hier beim Vulkan zum Beispiel waren, bin ich doch nie mehr gestorben, oder? Weil das sind immer noch einige Xe. Da oben zum Beispiel. Oder bin ich da gestorben? Ich glaube eigentlich nicht. Weil das sind noch ziemlich viele Xe. Vielleicht heißt es auch nur, dass ich da gespeichert habe und ausgeschaltet habe. Das kann auch sein, weil ich bin nicht so häufig da gestorben. Aber es ist ganz interessant, dass man es hier wirklich dann komplett nachverfolgen kann. Und dann eben, dass man genau wissen kann, wo man schon war und wo noch nicht. Hier in der Mitte war halt noch gar nicht so ungefähr. Außer hier mal so ein bisschen. Aber ansonsten noch nicht wirklich. Ja, das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Das gefällt mir. Auf jeden Fall. Okay. Ich kann aus dem Boden alle ausmachen. Das ist ziemlich cool. Dann machen wir kurz wieder weg, aber das ist echt ein schönes Feature. Okay. Aber doch, dann will ich gleich mal so machen, dass wir jetzt dann in diesem Part gleich mal uns das Spektakulärste ansehen werden. Würde ich vorschlagen, hier vom ersten DLC. Nämlich dann eben diese tolle neue Prüfung da. Von der ich übrigens auch schon ein bisschen was gesehen habe. Allgemein hier vom ganzen ersten DLC habe ich auf jeden Fall schon ein bisschen was immer gesehen. Davon, was Nintendo zum Beispiel auch bei der Treehouse-Präsentation auf der E3 gezeigt hat. Das habe ich mir auch alles angesehen, deswegen ich weiß schon so halbwegs Bescheid, was mich eben hier bei diesem DLC und auch jetzt dann gleich bei der Prüfung da so alles erwarten wird. Genauer kenne ich es natürlich noch nicht, die exakten Details aber halt so ungefähr. Und deswegen mal gucken, wie wir uns jetzt dann gleich da anstellen werden. Das wird auf jeden Fall nicht einfach werden. Das wird nämlich so ähnlich ablaufen wie auch auf der Insel Jodverde oder wie die nochmal hieß, ganz im Südosten, wo uns auch alles weggenommen wurde und wir uns dann wieder von vorne quasi durchkämpfen mussten. Und das wird, glaube ich, hier sehr ähnlich sein. Und wenn ich jetzt schon bei Marolus bin übrigens, denn ich wollte ja eh zu ihm hin, dann kann ich mal kurz jetzt nochmal bei ihm nochmal schnell zu ihm hingehen, denn wir haben ja mittlerweile genügend Crocsamen, dass wir unsere Schildtasche sogar komplett upgraden können. Deswegen werde ich das mal noch ganz kurz machen und dann aber gleich werden wir uns dann der Prüfung schon widmen. Erstmal wieder abdancen. Yay, also ihr merkt auch schon, dass jetzt dieser Part und vielleicht auch noch die nächsten dann eben etwas, okay, fünf weitere noch, dass eben der Part und auch die nächsten vielleicht dann auch etwas chaotischer werden könnten, da ich halt gleichzeitig euch den ersten DLC jetzt ein bisschen zeigen will, da der jetzt eben endlich angekommen ist. Wie gesagt, es tut mir nochmal leid, dass ich euch das jetzt erst irgendwie, ich weiß nicht genau, so 11, 12 Tage oder sowas später zeigen kann, nachdem er eigentlich schon erschienen ist. Das tut mir leid, aber es ging halt wie gesagt nicht früher, aber jetzt kann ich ihn euch dann doch zeigen, den ersten DLC hier. Und es wird jetzt eben so ein bisschen durcheinander sein, weil ich halt einerseits euch die Inhalte, wie gesagt, zeigen will, aber nebenbei auch noch das ganze andere Zeug machen will, nämlich die ganz normalen Nebenquests. Und irgendwann will ich dann schon auch nochmal halt das Zentrum von Hyrule erkunden und auch dann dort den Turm aktivieren und dann mal irgendwann auch mal zu Schloss Hyrule gehen und irgendwann auch mal Ganon killen. Das wäre auch ganz cool. Deswegen wird es dann jetzt vielleicht so ein bisschen chaotischer, da wir vielleicht immer abwechselnd DLC und normales Zeug machen. Das werden wir dann schon noch sehen. Aber jetzt dann gleich, wenn unsere Schildtasche hier komplett geupgradet ist, dann, ja genau, nochmal. Diesmal wieder für 15, okay. Dann werden wir auf jeden Fall sofort dann mal diese Prüfung in Angriff nehmen, wo ich schon sehr gespannt bin, weil die, glaube ich, echt ziemlich interessant wird. So. Yay!
Genau, zwei weitere Male und dann haben wir auch schon alle nötigen Crocsamen eben hier eingetauscht, die wir brauchen, um unsere Slots zu komplettieren. Und dann gibt es eben nur noch eine weitere finale Belohnung, die aber wie gesagt kompletter Käse ist, offenbar, wie ich schon durch euch weiß, wenn man dann wirklich alle Crocsamen sammelt und nochmal zu ihm kommt. So, also das vorletzte Mal jetzt vielleicht, dass wir diesen Tanz sehen dürfen, außer wir sehen am Ende dann vielleicht nochmal, wenn wir alle abgegeben haben, keine Ahnung. Und jetzt gleich beim letzten Mal werde ich den Tanz auf jeden Fall noch da lassen und nicht überspringen. So. Okay, noch ein weiteres Mal. Diesmal für 20. Okay. Und ein letztes Mal darfst du abdancen. Yay! So, sehr schön. Dim-dim-dim-dim-dim. Werde größer, Schildtasche. Oho! Oh, jetzt sind alle Taschen ganz, ganz groß. Gut, großartig. Okay, sagst du noch irgendwas? Ich habe jetzt alle deine Taschen größer gemacht. Und dank dir klingen meine Rasseln so schön. Chingue de Rassasa. Kleiner Vorschlag, falls dir langweilig ist. Versuch doch mal, alle Kinder des Waldes zu finden. Ja, mir ist langweilig. Das werde ich dann nämlich noch versuchen. Aber jetzt dann erstmal diese coole Prüfung hier. Kommt da schon eine Cutscene sogar. Du sagst, du hast deine Stimme gehört. Nicht deine, eine Stimme gehört. Aha, so. Und sie sagte, die Zeit sei gekommen. Dann lass mich dir erzählen, was ich von der großen Prüfung weiß. Du hast dir zwar das Masterschwert zurückgeholt, doch sein wahres Licht ist noch nicht erwacht. Die Prüfung des Schwertes dient dazu, deine Eignung festzustellen, des wahren Lichtes Herr zu werden. Es ist eine Herausforderung, die ihresgleichen sucht. Oh, wie süß. Alle deine Waffen und Rüstungen werden für diese Prüfung versiegelt. Du musst dich ihr unbewaffnet stellen. Wenn du diese Prüfung mit Weisheit und Mut bestanden hast und Kraft, dann wirst du wahrhaftig der Gebieter des Masterschwerts sein. Du scheinst ja wirklich sehr erpicht auf diese Prüfung zu sein. Nun, Link, dann stecke das Masterschwert zurück in seinen Sockel. Darf ich mal kurz abbrechen vielleicht? Mir ist gerade noch was eingefallen. Dürfen wir, okay. Denn wir haben doch gerade 11, wären wir 11 Zeichen leider. 12 wäre cooler gewesen. Aber trotzdem, wir können uns immerhin noch doppelt upgraden. Denn auch wenn ich meine kompletten Waffen hergeben muss, ich glaube, es ist genauso wie auch auf Jodwerde, dass ich meine Herzen und meine Ausdauer und meine Fähigkeiten vielleicht auch behalten darf. Und auch auf jeden Fall diese ganzen Module hier, die auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, dass ich auch Herzen und Ausdauer behalten dürfte. Deswegen werden wir es mal kurz dann upgraden. Und da ich eigentlich nicht glaube, dass mir Ausdauer so viel bringt, bei der Prüfung, da wir da nicht viel klettern oder rennen müssen, sondern eher kämpfen, werde ich hier jetzt dann nochmal doppelt auf Herzen gehen, weil ich das hier sinnvoller finde. Weil ich habe auch schon gehört, dass diese Prüfung anscheinend nicht so leicht wird und dass man da schon relativ easy sterben kann. Und deswegen will ich die dann jetzt schon mit halbwegs vielen Herzen in Angriff nehmen. Wir werden dann trotzdem leider noch 4 fehlen, aber das ist schon in Ordnung dann. So. Und dann gleich nochmal. Wie gesagt, es wäre cooler, wenn ich jetzt 12 gehabt hätte, weil ich dann. Nein, ich wollte auf Ja gehen. Nein, ich wollte nicht auf B gehen. Verdammt nochmal. Es wäre cooler gewesen, wenn ich gleich 12 gehabt hätte. Weil ich dann sogar dreimal einen Herzcontainer hätte mir holen können. Aber so mal eben leider nicht. Naja, was soll's. Okay. Yay. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Okay, das werde ich. So, aber erstmal wollen wir dann unser Masterschwert verstärken. Ich weiß schon, was damit gemeint ist, glaube ich. Denn unser Masterschwert hat ja aktuell eben eine Stärke von 30, standardmäßig. Wenn wir aber gegen einen Wächter kämpfen oder in einem Titan sind oder eben auch in Schloss Hyrule, glaube ich, dann hat es ja eine Stärke von 60. Und wenn wir jetzt diese Prüfung abschließen, hat, glaube ich, unser Masterschwert immer eine Stärke von 60, egal wo wir sind. Und das ist ziemlich, ziemlich cool, einen Einhänder mit 60 Stärke zu haben, der sich immer wieder regenerieren kann. Das ist wirklich. Und der sogar noch Strahlen raushauen kann. Deswegen, das ist wirklich einiges wert. So, dann werden wir uns also in diesem und auch im nächsten, vielleicht sogar auch im übernächsten Part noch darum kümmern. Ich weiß nicht genau, wie viele Räume es jetzt hier geben wird. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Das ist so ähnlich wie die Drillhöhle aus Twilight Princess oder auch wie der andere Ort, wo ich den Namen vergessen habe, aus Wind Waker, wo man sich durch 50 Räume hindurchkämpfen muss. Und das ist so ähnlich. Wenn man einen Raum geschafft hat und alle Gegner besiegt hat, darf man weiter. Aber wie viele Räume es gibt, weiß ich nicht. Ob es 10 sind, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 1 Milliarde, keine Ahnung, werden wir schon noch sehen.
Auserwählter des Schwertes. Im Namen der Göttin Hylia sollst du dich der Prüfung des Schwertes stellen. Deine Kraft reicht noch lange nicht aus, um das wahre Licht des Masterschwerts zu entfesseln. War es eigentlich so fies? Du böse Stimme da. Überwinde alle Fairnisse dieser Stätte, um deinen Körper und deinen Geist zu stehlen. Dies ist ein Ort der Illusionen, der gewöhnlichen Welt entrückt. Was auch immer dir hier in die Hände fällt, wird sich in Luft auflösen, wenn du in deine Welt zurückkehrst. Okay. Auserwählter des Masterschwertes, überwinde die Prüfung des Schwertes und entfessle sein wahres Licht. Okay, Schwertprüfung 1, Schrein des Schwertes. Ja, okay, das wird ein bisschen als Schrein gehandelt, interessanterweise. Aber okay. So, da hinten sind auch schon dann Gegner und wir haben jetzt halt wirklich überhaupt gar nichts mehr. Können wir hier wieder gucken. So, das haben wir noch behalten. Meine Fähigkeiten habe ich auch nicht mehr, was ich doof finde. Also weder Rivalis Sturm, noch Mifas Gebet, noch Darukschirm, noch Urbosas Zorn. Auf keine von denen darf ich zurückgreifen. Was ich schade finde, weil wie gesagt, die sind alle unendlich nützlich. Rivalis Sturm vielleicht hier weniger, aber die anderen drei sind für den Kampf super wichtig. Und jetzt ohne die zurechtzukommen, wird echt nicht einfach werden. So, ja, ich meine, Holzbinde mitzunehmen bringt mir wenig, ehrlich gesagt. Ich sollte auch immer versuchen, ein bisschen Nahrung mitzunehmen, wenn ich welche finden kann. Oder auch häufiger mal zu kochen oder so. Weil das, glaube ich, auch sehr wichtig sein wird. Weil ich halt auch überhaupt keine Nahrung aktuell dabei habe, leider. Und es wird dann echt nicht so einfach werden. Aber mal gucken. So. Ja, ist mir egal. Ich werde mal ein bisschen offensiv hier am Anfang schon spielen. Weil das sind ja nur Bockblins und die können ja nicht viel. Und ich habe meine tollen Bomben und die reichen schon locker aus gegen die. Und bam. Okay. War's das schon? Das war's schon. Und Raum 1 schon geschafft. Okay, aber wir sollten wirklich, bevor wir dann einfach blind weiterlaufen, dann hier in diesem Raum immer noch, wenn wir alle Gegner besiegt haben, dann wirklich immer noch alles mitnehmen, was so geht. Das ist auf jeden Fall wichtig, würde ich sagen. Einerseits die ganze Nahrung und andererseits aber auch die ganzen Waffen, das ist ganz klar. So, hier haben wir dann Grillwild, okay. Und hier noch ein paar weitere Waffen und noch ein Schild mal. Okay, sehr gut. Habe ich denn den Schild? Habe ich auch schon ausgerüstet. Okay, ist mal nur ein ganz schwacher, aber wenigstens ist ein Schild besser als gar kein Schild, finde ich. So, dann hier haben wir noch eine Route. Finde ich einen Bogen hier vielleicht auch schon? Ich meine, ich habe eh keine Pfeile. Deswegen, es wird mir eh nicht viel bringen. Aber vielleicht finde ich ja da irgendwo Pfeile hier. Nee, aber weitere Nahrung, die ich gerne mitnehmen will. Weil sich heilen zu können, wie gesagt, ist schon sehr, sehr wichtig. Ich hoffe auch, dass ich dann mal später in irgendeinem Raum halt die Chance habe, auch zu kochen und nicht nur zu rösten. Ich meine, ich könnte jetzt meinen Apfel zum Beispiel schon da rein oder halt die anderen Früchte da reinwerfen und die rösten, um ihre Heilungskraft zu verstärken, aber ich lasse es erstmal, weil ich erstmal warten will, ob ich nochmal später auch über einen richtigen Topf dann kochen kann und ich dann mir sogar Verteidigungs- oder Angriffstränke oder sowas herstellen kann, das wäre ziemlich cool. Okay, hier könnte jetzt noch mehr sein in diesem Raum hier, aber so mega ultra und endlich gründlich würde ich mir jetzt nicht in jedem Raum umgucken, weil ich meine, an sich könnte man in jedem Raum sich nochmal 5 Minuten lang umgucken oder so, bis man da wirklich alles gefunden hat und das will ich aber auch nicht unbedingt machen, weil das dann auch zu lange dauern würde. Ich will dann schon mal halbwegs schnell immerhin weitergehen. So, dann Raum Nummer 2. Ebene 2, genau. Ah, das, okay, das nennt sich übrigens auch Schwertprüfung 1. Vielleicht gibt es 3 Schwertprüfungen oder 5 und jede ist in 10 Ebenen unterteilt und das würde dann eben 30 oder 50 oder sowas machen. Das kann ich mir vorstellen. Naja. Ja, wir könnten wieder mal irgendwie stealthy spielen, aber wir könnten auch frontal einfach in die Gegner reinrennen. Und das ist immer eher meine bevorzugte Taktik, weil ich kein so stealthy Spieler bin. Ich würde erstmal am besten den Schleimi töten, weil der eventuell mir am meisten Probleme macht. So, bitte stirb. Weg von dem, genau. Ich kann jetzt sogar hier das, weil Parasegel habe ich ja noch, genau. Wir können das kurz ausnutzen und dann gleich mal die hier schön zu infiltrieren, die Gegner. So, und das. Aber wir machen so wenig Schaden, hey, ist schlimm. Muss ich mir echt wieder erst dran gewöhnen, dass wir jetzt gar keinen Schaden mehr machen können. Bam. Okay, der ist schon tot, wunderbar. Und der da oben hat schon den Bogen, den will ich dann unbedingt haben, mein Lieber. Deswegen verschieß mal bitte nicht all deine Pfeile, weil ich dann auch eventuell Pfeile von dir vielleicht mitnehmen will. Das wäre echt cool. Und wir werfen mich schon mit Steinen. So. Ja, der lebt aber noch, aber dann gleich nicht mehr. Ich werfe mal vielleicht am besten auf ihn. Zack, okay. Und dann nehme ich mal kurz hier die Route mal schnell, weil der wird eh gleich sterben, der Kollege. Ah, ich habe ihn sogar überfallen können, das ist ja umso besser. So. Kann ich da jetzt schon von dem Bogen mitnehmen? Kann ich. Aber leider, boah, das war knapp. Aber leider hat er keine Pfeile liegen lassen oder ich habe keine finden können. Ja, okay. Und der hat schon ein Schild. Das ist schon gar nicht mal jetzt einfach, ehrlich gesagt, gegen einen Bocklin mit Schild zu kämpfen. Auch wenn es nur ein roter Bocklin ist, aber trotzdem. Müssen wir schon ein bisschen aufpassen, finde ich. Okay. Dann nehmen wir mal hier den Bockstock. Oh, der hat schon ein Reiseschwert liegen lassen. Ist gar nicht mal so schlecht. Das hat ja immerhin... Ah, 5, okay. Ah, okay. Ich dachte jetzt, das wäre Soldatenschild. Weil Soldatenschild hat er, glaube ich, 14 oder so. Ich dachte jetzt kurzzeitig daran. Aber es hat leider nur 5, aber es ist besser als nichts. Das ist ganz klar. So, und da oben ist noch einer übrig. Wie komme ich denn eigentlich normalerweise hier nach oben zu dem Lager? Ich meine, gerade eben habe ich es mit dem Feuer gemacht von dem Schleimi. Ja, okay. Ich meine, ich kann... Oh, gut, ich kann auf den Baum klettern. Und dann kann ich rüberfliegen. Das ist wahrscheinlich auch die bevorzugte Taktik. Ich habe es ein bisschen kreativer gemacht. Aber warum denn nicht? So, hallo du. Ja, ich muss aufpassen, weil der einen Zweihänder schon hat. Und das kann durchaus fies sein.
Dann machen wir einen Angriff vielleicht. Okay, wir weichen kurz aus. Der macht ja nur einen, genau, macht nur einen Schlag. Ich muss jetzt auch kurz nochmal dann die genauen, oh Gott, die genauen Angriffsschemen der Gegner auch mal noch genauer lernen, weil das habe ich halt letzte Zeit nie mehr machen müssen. Ich habe einfach mal frontal draufhauen können auf die Gegner, weil die eh keine Chance mehr gegen mich hatten. Aber jetzt muss man wirklich wieder die Angriffsmuster von den Gegnern etwas mehr lernen. Auf jeden Fall, um dann hier halbwegs gut gegen die vorgehen zu können. Das ist echt cool, wie ich finde. Und deswegen liebe ich auch jetzt schon den ersten DLC, muss ich sagen, allein deswegen hier. Das finde ich wirklich verdammt cool. Weil mir hat ja auch schon eben die Insel Jodverde ganz, ganz im Südosten der Karte auch schon sehr gefallen, da eben das Prinzip auch schon, hier so ein Bogen, da eben da das, und noch ein paar Pfeile, einer zumindest, da eben dort das Prinzip hier auch schon benutzt wurde, dass man wieder von vorne anfangen musste quasi und sich erstmal wieder dann Waffen und anderes, ah, Pfeile ist ja schön, sich erstmal wieder Waffen und anderes Zeug eben, oder halt auch Heilungen zusammensammeln musste. Und ich finde, dass es wirklich ein super interessantes und cooles Prinzip ist, weil das macht halt auch Breath of the Wild so ein bisschen aus, dass man eben von Anfang an nichts hat und dann aber eben im Laufe des Abenteuers immer stärker wird. Und das haben wir jetzt in den letzten hunderten Parts gar nicht mehr mitbekommen, da wir eh schon super stark waren. Und jetzt mal wieder von vorne anfangen zu müssen, das ist echt cool. Also ich glaube, da oben war nichts Wichtiges mehr. Also es gibt hier bestimmt noch einiges Zeug, was noch rumliegt, was noch mitnehmen könnte. Aber wir lassen es erstmal, weil ich schon immer auch immer ein bisschen Fortschritt haben will und hier nicht ewig lang in jedem Raum eben verweilen will. So, dann kommt die dritte Ebene. Mal gucken, was wir hier alles für Gegner haben werden. Ich habe jetzt immerhin auch schon einen Bogen und Pfeile. Keine Gegner sind hier, ja bestimmt. Ah doch, da ist ein Schleimi, ja eher weniger. Ja, sowas kennt man auch. Wenn ich jetzt hier in die Mitte gehe, dann werde ich wieder von Schleimis umzingelt, stimmt's? Ja, das dachte ich mir schon. Feuerschleimis erstmal. Die besiege ich am besten auch mit Bomben, würde ich sagen, weil Nahkampfwaffen sind ja nicht so toll. Ich meine, die können auch einen Bogen benutzen, aber der Bogen ist fast ein bisschen Overkill gegen die, weil die Bomben tun das auch locker. Und da habe ich auch keine Probleme. Wenn ich mal weit genug weg bin, wenn sie explodieren, dann ist es auch kein Ding, auf jeden Fall gegen die Schleimis vorzugehen. Sei das noch einer? Eventuell werden auch gleich noch andere Arten kommen, also auch Elektroschleimis oder Eisschleimis oder sowas vielleicht. Oder war es das schon? Ja, anscheinend noch nicht. Gehen wir mal kurz in die Mitte. Ich höre immer noch böse Musik. Ist immer noch einer übrig? Weiß ich nicht. Ich sehe auf jeden Fall keinen mehr. Oder bin ich wieder. Ah, ne, da ist noch einer. War ich wieder so blind? Ich meine, war auch schwierig zu erkennen, weil hier überall ansonsten eben das Feuer war. So. Oh Gott. Okay, jetzt kommen auch große. Ja, ich muss aufpassen, weil ich will. Ja, das war schlecht geworfen. Ich will auf jeden Fall nicht von ihrer Explosion hier getroffen werden, weil die macht mir bestimmt sehr viel Schaden. Das Problem ist halt eben auch, dass wir aktuell auch überhaupt keine Rüstung anhaben. Und dass wir deswegen keine Verteidigung haben und deswegen sehr viel Schaden nehmen werden. Obwohl wir halt unsere 26 Herzen oder sowas haben. Kann es dann. Das waren alle. Kann es dann trotzdem sein, dass wir relativ schnell sterben. Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Vor allem, da ich mich eben auch nicht auf Mifas Gebet oder Feen oder sowas verlassen kann, müssen wir dann hier echt gucken, wie wir hier klarkommen. Sollen wir auch noch bei ein paar von den Felsen gucken, weil ich habe jetzt hier nicht wirklich viel mitnehmen können bisher, in diesem Raum. Ich will mal kurz bei ein paar von den Felsen gucken, ob ich da irgendwas Tolles noch finden kann, was Nahrung oder sowas angeht. Also Waffen werde ich hier wohl keine weiteren finden, aber ich meine, ich habe ja auch keine Waffen verschwendet, da ich ja komplett nur mit Bomben gegen die gekämpft habe. Also ich muss da wirklich häufiger auch meine Bomben jetzt gegen die Gegner benutzen oder auch Stasis. Ich meine, der Magnet bringt mir nichts und das Kryo-Modul auch nicht wirklich. Ich gehe jetzt mal weiter. Das wird schon passen. Aber Stasis ist gegen einige Gegner relativ gut, da ich die eben dann kurz aufhalten kann. Aber vor allem die Bomben, die werde ich wirklich dann auch ziemlich häufig benutzen gegen Gegner, da es halt eine schöne Fernwaffe ist. Ich habe zwar jetzt auch einen Bogen eben. Aber Bomben sind auch eine ganz schöne Fernwaffe, deswegen werde ich das noch häufiger benutzen. So, Ebene 4. Wieder ein gegnerisches Lager haben wir hier. Da oben ist bestimmt ein Spear. Ja, da habe ich schon bemerkt ein bisschen. Ist sogar ein blauer, der da oben. Ne, ist auch rot. Okay, aber hat man ein bisschen schwierig erkennen können. Ich meine, will ich jetzt schon Pfeile gegen diese Lappen hier benutzen? Weiß ich halt nicht. Eigentlich eher weniger, ehrlich gesagt. Weil das sind eh ziemliche Versager. Das ist ziemlich hoch übrigens. Ja, der da oben hat halt auch einen Bogen, leider. Und der könnte mich eventuell abschießen. Ich werde mal den vielleicht versuchen zu treffen. Was hat denn der für eine Stärke? 4 jeweils, okay. Also ein Headshot würde noch nicht töten, leider. Ah doch, ein Headshot wird ihn töten, echt jetzt. Die haben doch 13 KP, dachte ich. Und ein Headshot verdoppelt doch die Stärke, also 8, oder nicht? Ich dachte eigentlich schon. Keine Ahnung, naja. So, jetzt dürfen sie mich bemerken. Jetzt gehe ich mal schnell hier nach oben, weil da oben bestimmt irgendwas total Heftiges ist. Ich hoffe, ich werde es hier nicht abgeballert oder so. Das wäre jetzt ganz doof. Na, da oben ist auch schon jemand. Hoffentlich kein Silberner. Blauer wäre auch schon nicht so toll, den Roter, den kriegen wir hin. Oh Gott, ich muss auch aufpassen. Oh ne, ich muss jetzt sehr aufpassen hier. Warum denn? Warum ist es explodiert? Ich war doch super vorsichtig und ich habe doch nicht auf das explosive Fass draufgehauen. Warum ist es explodiert? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ach Mann, ey.
So, ich nehme mal. Ja, ich will mal noch den kurz werfen. So, bam, und was? Sehr schön, da mal kurz noch eine Bombe in seine Fresse. So, zack. Muss ich nicht so viele Waffen hergeben. So. Obwohl ich eigentlich auch nie mit den Waffen sparen muss, da man schon in jedem Raum immer genügend Waffen bekommt, eigentlich. Aber ich finde halt die Bomben sogar in mancher Hinsicht besser, als wenn ich meine eigenen Waffen benutze. Deswegen, so schlimm ist es nicht. Habe ich eigentlich meine Inventarslots noch? Ah, die habe ich noch alle, okay. Also in der Hinsicht war es auf jeden Fall gut, dass wir jetzt nochmal auch zu Maronus gegangen sind und nochmal unsere Schildtasche ge. Oh Gott, im Blauer schon. Unsere Schildtasche geupgradet haben. Ich will erstmal den töten. Ich muss aber. Das ist aber schwierig jetzt. Ich muss gegen den Blauen und gegen den Roten gleichzeitig kämpfen. Da ich jetzt dann eben auch mehr Schilde mitnehmen kann, was ich ganz cool finde auf jeden Fall. Ich muss aufpassen auf den Blauen. Okay. Da wir jetzt eben halt auch mehr Schilde tragen können. Und das ist ganz cool, dass wir halt noch alles Mögliche hier mitnehmen können. Das ist ganz schön auf jeden Fall. So. Jetzt gegen den hier. Mit meiner erstmal stärksten Waffe, dem Reiseschwert, würde ich sagen. So, hallo du. Ich könnte auch versuchen, hier den Zeitloop-Modus zu aktivieren. Aber es ist sehr, sehr riskant, finde ich. Bei seiner einen Attacke da, wenn er so. Dann schwingt, aber das traue ich mich nicht ganz. Ehrlich gesagt, wir lassen es mal. Er kann gerne aber seine. Geh weg hier. Oh, das war schon knapp. Er kann aber gerne seine Waffe behalten, weil ich das eigentlich in Ordnung finde, gegen den zu kämpfen, weil er eine total lahme Waffe hat. Wenn der jetzt eine Lanze hätte, wäre es viel schwieriger, aber so kriegen wir es eigentlich hin, würde ich sagen. Bam. Okay, ja, ich nehme es mal kurz mit. Der ist nämlich eh schon dann gleich tot. So, hallo. Und bam. Sehr schön. So. Was mir auch aufgefallen ist, die Gegner lassen übrigens auch keine Gegnermaterialien fallen. Aber es macht ja auch Sinn, da man die hier eh nichts oder halt für nichts gebrauchen kann. Deswegen, das passt schon. Und das waren übrigens noch nicht alle. Es lebt noch jemand. Hier noch irgendwie oben. Ich habe auch keine Gegnermusik mehr. Deswegen bin ich auch ein bisschen verwundert, wo jetzt noch der letzte Gegner eigentlich sein soll. Oder habe ich doch schon alle besiegt? Eigentlich nicht, weil. Das hätte ich ja. Sehr schön, Pfeile. Das hätte ich ja ansonsten sehen müssen, wenn wieder das mittlere Medaillon da oder halt dieser Punkt hier aufgeleuchtet wäre. Aber ist er ja nicht. Nee, ich darf noch nicht weiter. Es fehlt noch jemand. Jetzt habe ich gerade einen Soundeffekt gehört. Von irgendwo her. Ich meine, den da oben habe ich ja gekillt. Noch hier hinten irgendwo? Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich wieder äußerst blind und bin schon 1000 Millionen Mal an dem Gegner vorbeigelaufen. Ist er in einem Baum drin oder wie? Ich meine, hier bei dem Lager bin ich doch jetzt schon auch 1000 Mal nach oben gelaufen. Und hab da ja irgendwie nichts entdecken können. Ja, ich höre noch irgendeinen Soundeffekt hier. Irgend so ein Grunzen. Das glaube ich schon von dem Bockblin an sich kommen würde, aber warum bemerken der mich nicht? Und warum kann ich ihn nicht sehen? Das ist jetzt die große Frage. Nee, ich hab irgendwie. Keine Ahnung. Ich war doch auch schon hier ganz oben drauf. Ach nee, hier ist noch einer. Wo kommst denn du her? Und warum ist er da hängen? Ist er da an dem Baum hängen geblieben oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, weil der hat einen Einhänder und das ist fieser, gegen den zu kämpfen. Nimm mal kurz das hier. Bam. So, liegt am Boden. Und dann jetzt mal kurz hier und der mal ein bisschen schwingen. Oh nee, das. Nein, ich musste. Ja, ich muss jetzt noch kurz abbrechen, weil ich habe mich nicht ganz getraut. Weil es hätte auch schief gehen können, weil der darf ich halt nicht wirklich treffen. Okay, jetzt reingehen. Okay, nimm das. Ja, okay, sehr schön. Und den Schild nehme ich gerne mit. So. Und den Rest machen wir dann mit. Ja, das ist ziemlich stark. Ich nehme jetzt mal ein bisschen auf mit dem Bockstock erstmal, würde ich sagen. Das reicht erstmal. So, hat er überhaupt noch eine Waffe? Ja, keine mehr. Er kann nur noch zuschlagen. Das soll mir recht sein. Und ja. Okay, noch ein bisschen mehr. So, und stirb. Gut, und das waren alle. Na also. So, ja, aber ich habe den Eindruck, das wird wirklich ein paar mehr Parts dauern, hier komplett durchzukommen. Weil man vor allem sich in den Räumen auch immer wirklich relativ lange umsehen kann. Ich werde es mal aber da nicht so am Pfeil. Erst aber dann gleich wieder weitergehen, weil ich, wie gesagt, hier nicht zu viel Zeit mal verschwenden will. In den einzelnen Räumen. Ich will schon immer ein bisschen was, wie gesagt, mitnehmen, aber halt nicht alles. Das auch ein bisschen spannend bleibt, auf jeden Fall. Ich stelle mich ja trotzdem halbwegs gut bisher an, wie ich finde. Und jetzt haben wir auch schon Moblins. Okay, aber wie gesagt, das wird dann wirklich sehr, sehr viele Parts sogar dauern. Weil dann doch jeder einzelne Raum auch länger dauert, als ich dachte. Weil halt auch jeder Raum viel, viel länger dauert, als jetzt zum Beispiel bei der Drillhöhle aus Twilight Princess oder so. Oh Gott. Oh ne. Ah, das war jetzt schlecht. Kann ich. Wow, die Lanze steckt durch den Baum so hindurch. Ich will eigentlich. Wow, der kann mich durch den Baum hindurch angreifen. Was fällt dir eigentlich ein? Aber solange er nicht Alarm schlägt und die anderen da rausholt aus ihrem Lager, finde ich das in Ordnung. Aber der hat eine Lanze. Oh, nein, ich bin eingeengt. Ach komm, Moblin mit Lanze ist total fies. Ich muss mal kurz Pfeile benutzen gegen den. Headshot, okay, sehr schön. Und dann ein bisschen draufhauen auf den. Ich nehme jetzt mal eine stärkere Waffe da und gleich. Ja, ich nehme mal dann gleich den hier. Ich muss noch mal kurz draufhauen auf den mit dem Pfeil leider, um ihn wieder dann umzunocken. So, und jetzt dann gleich schön wirbeln. Würde ich sagen. So. Und tot, okay. Puh.
Moblanze mit 4 immerhin. Ja, wie gesagt, Moblins mit Lanze sind super fies, wie ich finde. Der hat immerhin zwei Hände. Der da hinten, das ist um einiges dann machbar. Aber ich will vielleicht erstmal kurz, bevor ich dann jetzt wieder da weggelockt werde, ich will erstmal kurz die da alle töten. Oder kann man blaue Bockblins töten mit dem Explosionsdingens? Ich glaube sogar nicht ganz, aber ich glaube, die werden fast sterben. Deswegen, ich mach's auf jeden Fall jetzt mal schnell. Ich muss mal aufpassen. Ja, passt aber. Ich muss noch was sehen auch. Und zack. Kabam. Ja, nur die Hälfte zieht es ab. Echt. Ja, doch ein bisschen. Ah, nee, okay, sind noch alle abgefackelt. Also die Explosion selber hat nicht so viel abgezogen, aber sind danach alle abgefackelt und das hat dann ausgereicht. Okay, so, hallo du. Na, komm ruhig her. Ja, komm, greif mal an, bitte. Der schlägt zweimal zu, glaube ich, oder? Genau. Muss man aufpassen. So, dann kann ich ein bisschen draufhauen. Und, ja, ein bisschen zurückgenockt habe ich ihn. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich will auch gar nicht erst versuchen, hier den Zeitlupen-Modus zu kriegen, weil ich das eh nicht schaffen würde, glaube ich. So, bam. Ein bisschen angreifen, dann wieder kurz weggehen. Und ihn wieder angreifen lassen und einfach ganz, ganz ruhig hier vorgehen, weil wir haben ja keinen Zeitstress oder so. So, und jetzt darfst du sterben. Okay. Gut. Ich habe leider einmal Schaden genommen, wo ich von dem Moblin eingeengt wurde. Aber ansonsten ist ganz in Ordnung bisher gelaufen. Okay. So, ist hier drinnen noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Ja, noch ein paar mehr Waffen. Ein bisschen Heilung auch, das ist sehr gut. Und noch mehr Pfeile. Okay. Pfeile sind immer gut und Heilung ist immer gut und Waffen sind immer gut. Also, das ist halt wirklich cool. Weil ich meine, ansonsten war es halt immer so, wenn wir halt hier in Breath of the Wild rumgelaufen sind, war halt das meiste, was wir gefunden haben, eh nicht mehr so wichtig, da wir eh schon super viel Nahrung dabei hatten und mega starke Waffen und unendlich viele Pfeile so ungefähr. Aber jetzt wirklich alles, was wir jetzt hier bei dieser Prüfung finden, ist wirklich wichtig. Und das ist halt echt cool, wie ich finde. Okay. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, Leute, was ist hier mit diesem Part von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild hier beim ersten DLC so ein bisschen? Ziemlich cool auf jeden Fall bisher. Und beim nächsten Mal wird es dann auf jeden Fall hier bei der Prüfung des Schwertes, wie die glaube ich offiziell heißt oder so. Trial of Sword heißt die glaube ich im Englischen, also Prüfung des Schwertes würde auch Sinn machen. Im Deutschen wird es dann auf jeden Fall weitergehen mit den nächsten paar Ebenen. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal noch nicht fertig werden, weil ich vermute eben, dass es so 30 oder 50 Räume oder sowas hier gibt. Oder 100 oder eine Milliarde, wie gesagt, keine Ahnung. Mal schon noch sehen. Also die nächsten paar Parts werden wir uns dann erstmal hier auf halten und mal gucken, wie weit wir kommen und ob wir es sogar vielleicht hindurch schaffen können. Jetzt bleibt beim ersten Mal, das wäre ziemlich cool. Mal schauen, wie wir uns dann dort noch eben weiterhin so anstellen werden. Ich bin schon sehr gespannt. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.